Hallo, liebe Fruchtbarkeitsfans, hier ist Anne. Ich möchte heute mit euch darüber reden, warum ich in der Schwangerschaft jetzt keine Vorsorge machen möchte. Warum ich mich nicht in der Schwangerschaft schon sorgen möchte, bevor irgendetwas passiert. Und warum ich auch keine Ultraschalluntersuchungen machen möchte. Darum soll es jetzt hier gehen. Warum möchte ich das nicht? Ich habe mich jetzt irgendwie über ganz viele verschiedene Leute informiert, wie die das machen. Ich habe ein paar Bücher gelesen. Ich habe mich unterhalten mit anderen Frauen. Also ich habe einfach sehr viel recherchiert und darüber nachgedacht, wie ich das jetzt gerne machen möchte in meiner zweiten Schwangerschaft, die ich jetzt erlebe. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich so wenig wie möglich irgendwie in diesen Prozess der Schwangerschaft und in diesen Schwangerschaftszyklus eingreifen möchte. Ja? Einfach auch, um die bestmöglich zu erhalten, die Schwangerschaft, also einfach, dass es dem Kind am besten geht, dass es mir am besten geht. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptgründe, warum ich das machen möchte. Und jetzt gerade beim Ultraschall auch die Frage für mich ist, wem nützt das jetzt, ja? Also ist das jetzt nur eine Beruhigung meines Gewissens, dass ich jetzt irgendwie sehen kann, dass alles in Ordnung ist, dass mir das auch nochmal gesagt wird von der Ärztin zum Beispiel, oder dass mein Kind sich ordnungsgemäß entwickelt nach Standardrichtlinie XY. Ja, da habe ich mir gedacht, irgendwie möchte ich das nicht. Also ich möchte einfach mein Kind so sich entwickeln lassen, wie es halt natürlicherweise auch passiert. Also ob ich jetzt einen Ultraschall mache oder nicht, und selbst wenn jetzt rauskommen würde, da ist irgendwas schiefgegangen oder da das Kind entwickelt sich nicht ordnungsgemäß, dann können die ja trotzdem nichts machen beim Arzt oder bei der Ärztin. Also das hat mich jetzt irgendwie nochmal so, ja, einfach drüber nachdenken lassen, dass es irgendwie total, ja, nicht, also irgendwie für mich keinen Sinn macht, einen Ultraschall zu machen, ja. Das ist jetzt der eine Punkt, dass es irgendwie für mich keinen Sinn macht. Also ich will weder wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, welches Geschlecht es hat. Also ich will auch nicht, ich brauche das auch nicht, um jetzt meinen Geburtszeitraum festzulegen, weil das habe ich selber gemacht mit NFP. Ich weiß genau, wann mein Eisprung war. Ich weiß, wann ungefähr die Geburt sein wird, in welchem Zeitraum das liegt. Noch viel genauer, als wenn die das mit dem standardisierten, wann war die letzte Menstruation, Regel ausrechnen würden. Ja, dann wäre es natürlich völlig daneben gegangen bei mir, weil mein Eisprung viel, viel später war als am 14. Geburtstag. Genauer gesagt 11 Tage später. Ja, also das ist so der Hauptgrund gewesen. Denn der zweite Grund, was aber auch, finde ich, wichtig ist, ist, dass dieser Ultraschall wohl nachweislich auch das Kind stören kann oder auch wirklich stört. Ja, erstens kann es auch in der Frühschwangerschaft sogar zu Komplikationen richtig kommen. Das ist halt erst, ja, weiß ich nicht, also das wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, dass es aber passieren kann, dass durch irgendwelche vaginalen Untersuchungen oder halt diesen Ultraschall, der ja am Anfang immer vaginal gemacht wird, in den ersten 2, 3 Schwangerschaftsmonaten, dass da halt auch was passieren kann, ja. Allein wenn die zu dichter Muttermund irgendwie da was verletzen, kann halt die Schwangerschaft aus Versehen abgebrochen werden. Und das war mir das irgendwie nicht wert, jetzt so früh eine Untersuchung machen zu lassen. Also ich kann es jetzt noch nicht absehen oder versprechen oder was auch immer garantieren, dass ich jetzt gar keinen Ultraschall machen werde. Aber ich habe es mir eigentlich vorgenommen so, ja. Also ich habe gesagt, wenn es jetzt nicht irgendwie noch einen total triftigen Grund gäbe, also der mir jetzt absolut nicht einfällt, was das sein könnte, ja, dann will ich das nicht machen. Ja. Genau.
Und die Sache ist ja einfach, dass es ja nur darum geht, das heißt ja auch dieser Begriff Vorsorge, ja, dass man sich halt vorher schon Sorgen macht und vorher im Prinzip irgendwelche Sorgen ausschließt, sag ich mal. Aber wenn man die ganze Zeit eh guter Hoffnung ist und sagt, mein Körper schafft das, ich vertraue meinem Körper, ich weiß, dass mein Körper das kann. Gut, in dem Fall weiß ich es natürlich auch praktisch, weil ich jetzt schon ein Kind bekommen habe. Aber trotzdem sind alle Frauenkörper darauf angelegt, dass sie das können. Ja, auch wenn ich jetzt das noch nicht erlebt habe vorher. Ja, aber jetzt ist ja trotzdem noch der Clou daran, dass ich trotzdem eine Vorsorgeuntersuchung machen werde, muss, quasi, machen werden muss, weil, ja, das wäre nämlich das Problem gewesen, wenn ich nicht zur Vorsorge gehe, habe ich keinen Mutterpass, keinen Eintrag im Mutterpass, den ich ja jetzt auch schon habe von meinem ersten Kind. Und wenn wir jetzt bald fliegen, im Flugzeug eventuell mein Bauch schon sichtbar ist und ich dann nicht vielleicht mitfliegen darf, weil ich nicht nachweisen kann, welche Schwangerschaftswoche ich bin. Und das wäre natürlich echt super ärgerlich. Und ich habe halt erst überlegt, ja, vielleicht trage ich es einfach selber ein oder so. Aber irgendwie ist mir das jetzt zu heikel und ich habe jetzt einfach gesagt, okay, dann gehe ich jetzt zu einer Untersuchung, aber ich gehe nicht zu meiner Ärztin, ich gehe zum Geburtshaus, wo auch unser Sohn schon zur Welt gekommen ist, wo ich auch die Vorsorgeuntersuchung damals überwiegend gemacht habe. Und da gehe ich jetzt hin und lasse sozusagen die Schwangerschaft nochmal bestätigen, offiziell. Lass die eintragen. Ich versuche so wenig wie möglich Untersuchungen machen zu lassen. Also ich weiß auch nicht mal, ob ich Herztöne abhören lassen möchte. Ich weiß nicht, weil das geht dann auch nur mit diesem Ultraschall irgendwas. So Verdoppler oder wie sich das nennt. Das funktioniert auch mit Ultraschall. Deshalb möchte ich das eigentlich noch nicht. Mit diesem Hörrohr geht das, glaube ich, erst ab der irgendwelchen 16. Woche oder so. Da bin ich, glaube ich, noch gar nicht, wenn ich hingehe. Naja, ich glaube, da bin ich dann 13., 14. Schwangerschaftswoche. Wenn ich da ins Geburtshaus gehe, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit und dann seid ihr live dabei und dann zeige ich euch mal das Geburtshaus und ja, wie die Untersuchung da abläuft, bin ich mal voll gespannt, wie das so wird und ob die Hebamme sich auch filmen lassen möchte. Das ist, kann ich ja dann noch erzählen, wer das ist. Eine relativ bekannte Hebamme in Berlin. Ja, aus dem Geburtshaus Schöneberg. Ja, so viel dazu zur Vorsorge und Ultraschall. Also ich kann euch leider jetzt hier keine Ultraschallbilder liefern und ja, aber ich denke, ich werde euch dann trotzdem immer informieren über alles Neue, was es so gibt und was dann noch so passieren wird. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt und schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare unten rein. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye bye, deine Anne.